Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich traue mir hier mal zu, den Beweis anzutreten, dass Verzeihen Stärke ist. Ich weiß, ihm hängt ein anderer Ruf an, weil er, glaube ich, beginnt, wenn wir uns so schwach fühlen. Man hat uns verletzt, man ist uns vor Schienbein getreten und dann fühlen wir uns schwach. Aber wir machen dieses Ping-Pong-Spiel des Antwortens und so weiter nicht mit, sondern wir verzeihen und werden etwas los, nämlich, dass wir das nicht ein Leben lang im Rucksack mit uns rumtragen. Wir werden dieses Grummeln im Bauch los, dieses Gedankenspiel, wie wir uns da rächen können oder so etwas. Verzeihen ist eine unglaublich starke Kraft. Denn ich kenne Menschen, die tragen noch Sachen aus der Kindheit mit sich im Rucksack herum und leiden immer noch daran. Die Menschen, die das vielleicht mal ausgelöst haben, leben vielleicht schon gar nicht mehr. Aber man hält es fest, diese Verletzung. Und da ist Verzeihen der ganz, ganz große Schlüssel. Es gibt Filme, die das nochmal deutlicher machen. Ich durfte das, ich glaube, schon vor 30 Jahren oder so mal lernen. Da ging es um Erbschaftsauseinandersetzungen nach Omis Tod. Und wir fanden da manches nicht so ganz fair geregelt. Und Mutti stellte sich hin und sagte, ich verzeihe ihn. Ich entscheide, wie ich weiterhin mit meinen Geschwistern kommunizieren will. Und sie war genauso lieb und nett wie vorher, obwohl auch sie der Meinung war, das hätte eigentlich ein bisschen anders laufen müssen. Da stand keine Frau, die da sagt, ach ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig und ich will meine Geschwister nicht verlieren, sondern da stand eine starke Frau, die aus der Opferrolle rausgegangen ist, die selber bestimmt hat, wie geht der Weg weiter. Und das ist ja das, was uns dann so stark macht. Also bei meinem Beispiel, was ich ja auch in anderen Filmen schon erwähnt habe, wo ich mal so gemobbt wurde und wo ich das üben musste mit dem Verzeihen, da weiß ich sehr wohl, dass die andere Person lange glaubte, ich schieb ihm in der Besprechung das Messer zwischen die Rippen oder ich lasse mal beim Vorstand ein Wort fallen oder so etwas. Das heißt, da war die Angst woanders. Da war ich handelnd, auch wenn es für mich kein leichter Weg war. Das gebe ich unumwunden zu. Aber es ist so ein toller Weg, wirklich unsere alten Verletzungen loszuwerden oder auch die ganz neuen natürlich, ganz ohne Frage. Aber mir begegnen doch recht häufig Menschen, die diese Verletzungen aus früheren Tagen noch wirklich im Rucksack haben. Und ich habe das wirklich da stehen lassen können, wo es damals passierte und habe nur das Positive mit in mein Leben genommen. Denn klar, also ich sage immer, wenn es bei mir wehtut, dann wachse ich etwas schneller, ist das mit positiven Lernerfahrungen verbunden. Und Verzeihen ist das tollste Mittel überhaupt, um das loszuwerden. Und es ist Stärke. Und dieser andere Ruf, der ihm da eventuell noch anhaftet, den möchte ich jetzt gerne mal wegpolieren und wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Stärke. Tschüss!